Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg zum Teddy und bevor wir das Video starten, ein ganz kurzes Intro, was wir eigentlich suchen. Also zuallererst ist es ein bisschen schwierig, immer so Videos zu machen, wie wir im Laden sind, weil wir auch nicht jeden Tag nach Hot Wheels suchen. Und da würde ich zum Beispiel an dieser Stelle jetzt genau wissen, wie ihr denn Hot Wheels suchen geht. Geht ihr denn überhaupt Hot Wheels suchen? Also sagt ihr euch, hey, heute fahre ich mal zum Teddy, heute fahre ich mal zu einem Smith Toys oder so. Oder macht ihr das so spontan, wenn ihr mit eurer Familie einkaufen geht oder wenn ihr alleine einkaufen geht? Das würde ich mal gerne wissen. So, und was wir heute suchen oder was wir generell suchen jetzt im Moment, ist das N-Case oder P-Case. Weil nach N kommt P, der Buchstabe O wird ja bei Hot Wheels übersprungen, I und O werden beide übersprungen, das heißt von N geht es direkt auf P. Also die beiden Cases gibt es jetzt im Moment, da ist drin der Audi RS2 Avant und der Treasure Hunt Subaru Impreza. Dann gibt es nochmal im P-Case den Ford 32, glaube ich, in dieser Spectra Flame Blau Edition als Super Treasure Hunt. Und dann gibt es nochmal diesen komischen schwarzen, grünen Wagen als Treasure Hunt. Und so, das sind so diese Autos, nach denen wir gerade suchen. Und unabhängig davon sind auch noch ganz andere Autos interessant, zum Beispiel wie Volvo Drift Wagon oder ja, einfach so ein paar neue Autos zu sehen von den neuen Cases, die man noch gar nicht kennt, ist immer ganz spannend. Und die schauen wir uns heute mal an und wir gucken mal, ob wir die gleichen Teddy finden werden oder nicht. Also bis gleich. So, hier stehen wieder ganz viele Kartons rum. Ja, wir sind hier gerade wieder im Teddy und suchen nach Hot Wheels. Diesmal ist das ein anderer Teddy. Man sieht es ein bisschen unaufgeräumter. Ich glaube, das ist das neue. Ist wieder das neue Case. Sieht nach P-Case aus, oder? Ford Capri, guck mal, von Matchbox gibt es auch schöne Sachen. N-Case. Guck mal, ich habe jetzt dieses Bettmobil gefunden. Ah, cool. Ja, dann ist das wohl N-Case. Ja, Mützen sollte man auch aufhaben. Ich sollte auch eine Mütze eigentlich aufhaben. Der Toyota ist schick. Dieser Toyota ist doch wirklich schön, oder? Die Frontlichter. Aber kaputt. Ja, kaputt. Ist auch Matchbox. Also hier sind echt ein paar neue in der Box hier. Oh, cool. Dodge Swapside Pickup. Ah. Soll ich diesmal den mitnehmen? Weil einer hat im letzten Video gesagt, ich soll auch mal einen Matchbox mitnehmen. Ja? Ja. Guck mal, der ist schön, ne? Zeig mal, der ist echt schön, ja. Aber brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht, weil habe ich ja schon. In Grau und einmal in Orange. Noch ein Tesla. Ich glaube, heute nehme ich mal zwei Teslas mit. Die beiden hier, ja. Obwohl ich Toyota noch mal in Heile. Ah, cool. Ja, obwohl ich keine. Leg die mal hier erstmal hin. Und ein schöner Mercedes ist hier auch noch. Wahrscheinlich nehme ich den dann auch noch mit. Ich lasse es erstmal hier. Und noch so ein Tesla. Nee, ist kein Tesla, ist ein Mazda. Sah so aus. Was hast du denn noch gefunden? Ja, ist einiges, aber irgendwie die guten Modelle sind schon weg. Ne? Ah, warte mal, hier ist doch ein Pagani. Hast du den nicht gesehen? Nee. Das heißt, wir haben wirklich hier das N-Case. Ja. Kannst du mal hier gucken? Guck mal. Ja, ich schau mal da. Der Toyota ist hier schon da. Ganz oft noch ein Toyota. Corvette C8. Und ja Leute, für uns ist es auch nicht immer ganz leicht, diese Videos hier zu machen, weil wir natürlich auch ständig dann rausfahren müssen zum Suchen
Und es gibt ja auch nicht so viele Teddys hier in der Umgebung und so viele neue Hot Wheels, deswegen kann man auch nicht so viele Videos machen. Aber hier ein Toyota Supra, also wirklich schicke Autos, die es hier gibt. Also ich bin bislang noch nicht fündig geworden. Also hier ist nichts Neues. Ich gucke nochmal hier, ja? Obwohl hier eher Matchbox ist. Also wo wir auch gerade suchen... Ah, guck mal, ich habe den Volvo gefunden. Ah, cool. Aber den haben wir ja schon. Ja, den haben wir schon. Also wo wir auch gerade suchen, wir haben auch eigentlich noch nie so eine Shortcut Super Treasure Hunt gefunden. Und da mal... Irgendwer meinte doch, man soll diesen Mercedes-Benz mitnehmen, oder? In den Kommentaren. Ja, ich habe die einmal zur Seite gelegt mit dem Tesla. Oh. Aber wir gucken da gleich nochmal drüber. Weil ich überlege mir das nochmal, ob ich Matchbox mitnehmen soll oder nicht. Aber das Coole ist, 1 Euro, wie es hier steht. Und trotz Inflation und diesen ganzen Krisen bleibt es auch 1 Euro. Das finde ich wirklich sehr schön. Ja, ah, hier ist ein Audi. Ich habe den gefunden. Nein. Ja. Ah. Oh, das wäre ja lustig gewesen, wenn das ein Super Treasure Hunt wäre, oder? Das wäre Bombe gewesen. Das wäre heftig gewesen. Also, wir machen mal ein Thumbnail. Ja, eigentlich ist es doch ganz einfach, diesen Audi zu finden und dieses neue N-Case. Weil wir waren jetzt in 3-4 verschiedenen Teddys drin, innerhalb von einer Woche. Und auch im Aldi. Und haben immer neue Autos gefunden. Entweder haben wir Glück oder es gibt wirklich so viele Autos davon. Also ich habe noch nichts gefunden. Du hast noch nichts gefunden? Ich wollte ja eben... Oh, schade, wieder kein Super Treasure Hunt. Also ich wollte ja... eben was über Super Treasure Hunt sagen. Und zwar haben wir noch nie eine Shortcut Super Treasure Hunt gefunden. Und deswegen Frage an euch, habt ihr schon mal eine Super Treasure Hunt gefunden als Shortcut? Und wenn ja, welchen? Schreibt es mir mal gerne rein, weil irgendwie finden wir gar nichts. Boah, wenn da jetzt ein Schwarz wäre, ja, das wäre geil. Ja, guck mal, also ich habe auf jeden Fall schon mal 2 Audis gefunden. Aber wir wollen ja nicht beide mitnehmen. Ich nehme trotzdem einen mit, weil die Fahrt muss sich auch gelohnt haben. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und den anderen lasse ich dann für jemand anderen. Aber ich gucke trotzdem nochmal hier, was es gibt. Vielleicht finden wir hier auch nochmal den Treasure Hunt Subaru. Ach Quatsch, noch ein Audi. Was findest du denn alles da? Ich habe mal 3-mal Audi gefunden. Also, entweder interessiert sich keiner für die Hot Wheels oder... Und ich bin der einzige Blöde, der nach Hot Wheels guckt. Ich glaube auch. Du glaubst auch, ne? Ich meine, ich bin ja schon knapp 30 Jahre alt. Aber trotzdem habe ich Spaß an solchen Hot Wheels, weil es geht ja um die kleinen Dinge im Leben, oder? Apropos Toyota Supra. Jemand meinte... dass es wohl im N-Case oder P-Case ein anderer Toyota Supra ist, von Then and Now, aber das andere war auch Then and Now. Ach, du hast einen Treasure Hunt gefunden? Ja, den haben wir ja schon. Und nochmal ein Audi. Das gibt's doch nicht. Doch. Was findest du denn alles? Oder was finden wir denn beide alles? Das hier ist die beste Box. Hast du nochmal, kannst du nochmal die Audis geben, die du findest da? Ja, ich merke es nicht. Ach, ich glaube, ich habe den Audi da eben reingeschmissen, deswegen. Okay. Warte, weil ich mache noch mal ein Thumbnail-Foto mit dir. So. Dann haben wir noch mal was fürs Thumbnail. Ja, auf jeden Fall interessant, dass wir die noch mal gefunden haben. Hast du hier schon reingeschaut? Ja, da ist aber nichts Neues. Hier ist nichts drin. Ja, ich glaube... nehme ich die beiden mal mit und Rest lasse ich liegen. Und ich gehe auch noch mal immer so einen Rundgang machen und gucke dann, ob es hier auch Kartons gibt. Weil manchmal hat man hier so Kartons von Hot Wheels irgendwo rumliegen und die Mitarbeiter sind noch nicht dazu gekommen, die aufzufüllen. Deswegen schaue ich immer, ob es hier auch
welche gibt, aber jetzt finde ich gerade keine. Und ich bin mir sicher, dass die das auch gerade vielleicht, was ist denn heute, Montag? Ja, vielleicht letzte Woche oder heute aufgefüllt haben. Ja, komm, wir belassen es bei denen. Gut, ne? Und schauen wir mal, was es noch so gibt. Ein paar Kinderbücher. Und falls ich zu viel atme in diesem Video, liegt es einfach daran, dass ich einfach immer aufgeregt bin, wenn wir in so ein Teddy kommen und Hot Wheels suchen und finden. Deswegen vergesse ich immer meine Atmung und dann kommt das so immer im Video auch mit rüber, aber ich hoffe, euch stört es heute nicht. Oh. Boah, wie das hier aussieht, ne? Wie auf so einer Mülldeponie. Kannst du eigentlich alles verbrennen? Kannst du alles verbrennen, ehrlich. Alles Müll, ne? Alles Müll. Was ist das hier? Regenschirm. Ne, das ist kein Regenschirmhalter, das ist doch für die Toilette. Toilettenbürste? Ja, Regenschirmhalter. Okay. Ja, dann lass uns mal gehen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es euch Spaß macht, wenn wir im Laden sind. Und ich sag euch, schönen Montag noch.